So eine Serie wie hier, die kackt man mal nicht eben hin, ne? Also ich bin da seit knapp 2 Jahren mit am Hasseln. Mein Kopf ist gefickt. Kunstpause zu Ende. Punkt. Deswegen gönne ich mir heute richtig. Ihr seid live dabei. Gebucht ist hier Bremen-Malaga. Malaga-Bremen plus Tarif. Mit Gepäck. Mit zweitem Handgepäckstück. Fickt euch. Ich bin weg. Gesamtpreis 190 Euro. Komm, was kostet die Welt? Ich nehme sie. Rien never plus, meine lieben Freundinnen und Freunde. Denn egal, wer mich jetzt anruft, I'm not fucking available. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Buchung war er. Ja. So, jetzt sage ich euch, warum Malaga? Eine Kurve jagt die nächste. Ich möchte kein Handy bei mir haben. Ich möchte einfach nur da langfahren und Motorrad fahren. 3 Tage später. Liebe Leute, das Wichtigste ist, man muss sich auch mal eine Auszeit nehmen. Wenn man nämlich immer nur Glück und Unglück von der Arbeit abhängig macht und Entspannung nur findet, wenn man sich irgendwas reinknallt oder irgendwie betäubt mit irgendwelchen Extremen, oh, dann wird das nichts. Ja, das beste Antidepressivum hat 2 Reifen. Oh, ey, ich bin echt guter Dinge, muss ich sagen. Ich bin echt guter Dinge. Und das Witzige ist, dieses Video hätte gestern vor 24 Stunden komplett anders ausgesehen. Ich habe 1000 Takes schon gemacht und alle wieder verworfen, weil ich dachte, jetzt muss auch mal Schluss sein mit diesem depressiven Rumgeheule. Pass auf, Mann! Wie lange willst du noch in deiner Vergangenheit leben? Das ist meine Geschichte. Bullshit! Deine Geschichte schreibst du erst noch. Aber ich kann nicht mehr. Benutz den Schmerz in dir. Ich kann nicht mehr. Du bist jämmerlich. Warum tötest du mich nicht einfach? Das musst du schon selber machen. Wenn ich was mache, dann richtig. Also zur Seite mit ihm. Meine lieben Freunde, der Zweifler hat sich in den Kopf geschossen. Was soll jetzt noch kommen in der letzten Folge? Das fragt man sich. Und ich sag euch was, es kommt was, womit keiner rechnet. Diese Idee, also es geht um eine Idee. Die letzte Folge heißt Rap, R.A.P. ist eine Abkürzung. Und eine große Idee, die hängt nicht von mir ab. Und ich habe mir jetzt entschlossen, ich lasse jetzt dadurch jetzt nicht meinen Kopf ficken. Ich habe da eine Idee, die formuliere ich, die habe ich formuliert. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet, dass diese Serie fertig wird. Den Kommentaren zufolge finden das der ein oder andere gut, kann sich da reinversetzen. Fühlt sich da irgendwie mit Gedanken und Gefühlen ganz gut widergespiegelt in dem, was ich so erzähle. In dieser um mich selbst kreisenden, hochgradig egomanen und narzisstischen Erzählung. Digga, da habe ich doch meine Arbeit gemacht. Ich adressiere da ein paar Leute, die sehr viel einflussreicher und mächtiger sind als ich. Und wenn die Bock haben, dann kann man da was reißen. Und wenn nicht, ja, dann habe ich es wenigstens versucht. Und vor allem habe ich mir vorgenommen, diese Selbstausbeutung, dieser Seelenexhibitionismus, das muss auch mal aufhören. Also sorry, das ist ja nicht normal. Es gibt ein schönes Falco-Zitat aus Junge Römer, geiler Song. Da heißt es, das Tun kommt aus dem Sein allein. Und das Sein ist halt im Jetzt. Und nicht mit großer Planbarkeit und irgendwie zukunftsorientiertem Denken verbunden. Naja, es ist wie es ist. Nicht jeder wird checken, was in dieser Serie überhaupt passiert. Aber inshallah, bitte, sieht das der ein oder andere aus dem Rap-Kosmos und sagt sich, ey, was dieser Fanboy mit suizidalen Tendenzen da so erzählt in der 6. Folge, klingt gar nicht so dumm. Vielleicht sollten wir das machen. In diesem Sinne, freut euch auf die letzte Folge. Ich gehe jetzt noch ein paar Kurven reißen. Bis dann, ciao. In der nächsten Folge... Wir machen Rap und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Du wolltest ja Rap machen. Rap ist unser Baby, unsere Idee und das ziehen wir durch. Bruder, warte in Frankfurt auf mich. Heute Nacht drehen wir das Ding. Abonnieren. Bitte abonnieren.